Apotheke, der Sparmarkt der i-Punkt Apotheke. Mindestens 30% Rabatt auf bewährte Arzneimittel, und zwar das ganze Jahr über. Spar dich gesund mit Apotheke. Philipp, es ist erst 6 Wochen her, seit ihr das letzte Mal gespielt habt gegen den MBC. Hilft das in der Vorbereitung auf Sonntag, wenn man den Gegner in Grundzügen zumindest noch im Kopf hat? Ist für uns als Spieler auf jeden Fall leichter, wenn wir im Training nochmal die Systeme durchgehen von denen, dann kommen die schnell einen in Erinnerung und sind leichter sich zu merken, aber da hat dann keine Mannschaft einen Vorteil, was für beide Mannschaften wohl ähnlich gilt. Man muss aber sagen, so, dass MBC mit Sicherheit einen Tick anders spielen wird als im Hinspiel, weil sie einfach auch jetzt schon viele so personelle Veränderungen gemacht haben. In der Tabelle ist der MBC ganz in der Nähe von Bayreuth zu finden. Was müsst ihr denn im Gegensatz zum letzten Wochenende besser machen, um gegen den MBC zu gewinnen? Gute Frage. Ich denke, es wird auf jeden Fall wird's uns helfen, dass wir ein Heimspiel hier haben und Bayreuth ist immer sehr schwer zu spielen, ist eine schwere Auswärtshalle. Was wir grundsätzlich aus dem Spiel mitnehmen müssen, ist, dass wir auf jeden Fall einen besseren Start haben und die gar nicht so schnell in den Rhythmus kommen lassen, weil Bayreuth hatte am Anfang sehr viele offene Dreier, die auch direkt verwandelten, dadurch haben sie sich einen kleinen Rausch gespielt. Dann wird es halt auch gegen jeden Gegner schwer und das dürfen wir gegen MBC natürlich nicht zulassen. Mit Brion habt ihr jetzt auch einen neuen Spieler dazu bekommen. Was kannst du als erfahrener Spieler, der jetzt auch schon das dritte Jahr hier in Ulm ist, tun, um ihm helfen, sich schnell zu integrieren? Ja, er ist selber erfahren genug, dass er sich da selber einbinden wird. Alles, was wir Teamkollegen halt machen können, klar ist, dass wir halt schon abseits vom Spielfeld ein bisschen kommunizieren. Er wohnt jetzt auch bei mir im Haus, dass man dann vielleicht so ein paar Sachen erklärt, die jetzt in Deutschland vielleicht typisch oder anders sind als in anderen Ländern. Aber spielerisch ist er ja der Erfahrene. Björn, welcome to your new home. You had several other offers of other teams. What are the reasons for picking Ulm? I've never played in Germany, and in Germany is more of an upcoming league. You know, every year they're having more and more better competition here. So as far as exposure, basketball-wise, you know, professionalism, just the whole new experience thing was like a challenge for me. I like challenges, so I felt like Germany was a good move, especially playing with one of the guys I used to play with, Adam. He gave me a lot of good advice about this team. It was no negative things about it. So, I mean, it was kind of like a no-brainer. It was either kind of choose a place for lifestyle and weather or choose a place for competitive basketball, and I kind of went with the basketball. It's your first club in Germany, but you had some EuroLeague games against Bamberg, against Berlin. Yeah. What is your impression of German basketball? When I was in Europe, we played Germany, I think 2007, me and Adam, we played Bamberg twice. We beat them in Bamberg. I actually hit the game-winning jumper at the buzzer. I beat them there, and then we beat them again at home. And German basketball really wasn't, you know, so competitive then. This was like maybe 6 years ago, 7 years ago. And now just looking at the teams that's in the league, Bamberg, Munich, Berlin, Ulm, Arlen, like the competition has skyrocketed since I left. You know, I went to Russia for a few years, 5 years. So now that I look back, you know, Germany did a great job of developing the league and getting better and better each year. So it's definitely on the uprise. You told it, you played with Adam back in 07 in France. Yeah, France. Does that help to get into a new team, to know a player? Yeah, because it was easy talking to him when I was in America trying to make the decision. And it was good to have somebody I could call and talk to. And I know Adam going to be honest, you know, regardless of the situation, he's always honest. Very funny guy, but, you know, very honest. So it was good being able to come in and see a familiar face and, you know, just have him, like, you know, him and his wife. I'm good friends with his wife. And just being able to come in and be welcomed by somebody you know is always a plus. What are your expectations in Ulm for the remaining part of the season? The team's already in fourth place. They have a lot of good things going on, a lot of good talent, young guys. Basically just come in and be like, give some veteran leadership, try to fit in and basically just help other guys out and whatever the coach asks from me, just, you know, do and just be prepared whenever I'm ready to, whenever he needs me to play.
Thank you and have a good start. Thank you. Apotheke, der Sparmarkt der E-Punkt Apotheke. Mindestens 30% Rabatt auf bewährte Arzneimittel. Und zwar das ganze Jahr über. Spar dich gesund mit Apotheke.